Man soll Spaß haben. Und das ist genau der Grund, den Hamster auch, denke ich, vorhin meinte. Ja. Du hast jetzt aber Glück gehabt, dass du ein Chatpack anhattest, oder? Ach Quatsch. Ich meinte Hamster. Ja, ja. Da unten könnte man so einen außerirdischen Cube reinbauen. Einen außerirdischen Cube? Ja. Borgwürfel? So mit Grün, genau, den Allspark. Weißt du, wenn ich doch schon ein Jetpack anhabe, dann weiß ich das und dann springe ich immer wie so eine Irre durch die Gegend. Ein Flummi, deswegen... ein Flummi, boing, 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 boing. Wir haben da unten fast kein Marble mehr. Hamster, hast du noch Marble? Willst du das Loch, wo ich reingefallen bin? Da war noch Marble. Ja, ich bin gerade, ich hab's gefunden. Ah ja, okay. Ich glaube, das andere Loch suche ich die ganze Zeit, das finde ich nicht mehr. Ach, ich könnte ja auch mal nach Marmor gucken, nach meinem ersten Bau. Ein was? Ein Baum. Das Problem, Baum gesagt. Mit dem Let's Player zu werden, ist auch noch, man soll sich vorher auch, wenn man, ja, das ist jetzt schwierig, ne? Man kann es jetzt entweder so machen, man wird Let's Player, hat ein absolut schrottiges Mikro, guckt sich keine Sau an. Also man muss schon, wenn man das als Hobby machen möchte, ein bisschen in sein Hobby auch investieren. Da steckt Zeit und auch ein bisschen Geld mit drin. Ja, man muss sich jetzt nicht wie ich ein Rode NT1A kaufen. Ja, du bist echt über. Also ich habe ein T-Bone 440, wie auch immer. Ja, das SC440. Genau. Das hatte ich ja, also bei mir hat es ja eigentlich angefangen mit einem Logitech G36, Schlafen! G35, jetzt habe ich's. Ja, da war mir aber irgendwann dann doch so ein bisschen die Soundqualität zu low. So. Ja, was habe ich dann gemacht? So mit circa, ich glaube, 100 Abonnenten oder 150 habe ich mir ein T-Bone gekauft. Auch das SC440. Ja, und mit 300 Abonnenten war es dann so weit, dass ich mir dachte, nee, das rauscht mir zu sehr. Ja, Hamster, ich komme gleich ins Bett. Ich kann noch nicht mehr laufen. Dass ich meinte, mit 300 gegessen. Abonnenten ein Rode NT1A kaufen mit einem Mischpult, ne? Ja. Klar, das geht aber auch nur, weil ich arbeite, ne? Ja. Ja. Das ist eben so, aber ich sag mal so, es gibt auch, wie zum Beispiel das T-Bone SC440 ist, in meinen Augen ein richtig schönes Einsteigermikro und wenn man sich das komplette Bundle mal anguckt, das heißt, Mikro, Popschutz, Mikrofonständer und die Spinne, wo das Mikro eben drin hängt, für 89 Euro. Also da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Man hat aber auch Qualität. Und es sollten natürlich auch die Videos in einer gewissen Qualität gerendert oder aufgenommen werden. Also es sollte nicht laggen, also... Ja, das sieht man eigentlich oft, dass manche Minecraft-Videos doch ziemlich am Laggen sind. Dann spielt man einfach mal kein Minecraft, man kann ja auch mal was anderes spielen. Es gibt doch so viele tolle Spiele. Ich hab's gehört. Meinst du, ich schreie einfach so? Ich hab das nicht. Puff gehört. Ja, mal schauen, ob meine Sachen alle runtergefallen sind. Hey Mann, man muss jetzt, ja, so, ich wollte gerade prahlen, ja, wollte gerade sagen, man muss ja nicht in 1080p wie ich aufnehmen und in dem Moment fängt es bei mir an zu laggen. Ist klar, ja. Ja, ne? Also bei mir manchmal wäre es technisch möglich, so hoch aufzunehmen, aber es gibt ein paar Gründe, warum das nicht so ist. Die Holzmodemleitung gibt's nicht hier. Ja, ich habe nur ganz normales DSL, das heißt eine Upstream-Begrenzung bei 2 Mbit. Das heißt, eine Tag-Zielung-Folge dauert 2 Stunden zum Hochladen auf 27. Aber ich denke mir einfach, Minecraft ist von den Packs und so her, da reicht's aus soweit. Es muss auch nicht ein Shooter unbedingt in 1080 sein, klar. Ist es schön, aber ich sag auch, wie es ist, dass die wenigsten Leute sich Videos in 1080 angucken können. Ich gucke sie nicht mal in Vollbild, also ich gucke sie eher im kleinen Bildanteil größtenteils. Also ich muss halt nicht sein, aber man sollte schon, wenn man dann, sag ich mal, jetzt mal 480 Video hat, dann sollte das trotzdem ruckelfrei sein. Alter, willst du mich verarschen? Ich laber hier von Qualität und du fängst an rum zu... Doch nicht. Ich rede jetzt einfach gar nichts mehr. Vielleicht ist das ja.
Hast du vielleicht heute schon wieder vergessen, deinen Rechner neu zu starten? Nein, nein, habe ich gemacht. Und ich habe eben Aufnahmetest gemacht, da lief alles normal. Sobald ich hier auf dieser Kacke-Welt bin, da läuft da alles schief. Ey, die Welt ist Kacke-Welt. Auf der Kacke-Welt. Ich glaube, wir müssen hier so eine kleine Hamsterhundehütte bauen für Tage, wenn sie nicht brav war, weil dann muss sie draußen schlafen. Warum? Sie hat doch hier Plumpsklo. Das ist nicht mein Plumpsklo. Das war eigentlich für Reisende, wenn sie müssen. Ach ja, und jedem, der mit den Let's Plays anfangen möchte, den gebe ich dem Tipp. Nehmt 3 ganze Spiele auf. Ihr könnt sie auch schon mal zum Test so rendern, dass ihr ein bisschen Übung reinkriegt. Nehmt diese 3 Videos oder diese 3 Spiele und lasst sie in den Papierkorb wandern. Mhm. Das erste Let's Play, das er macht, ist meistens Kacka. Mhm. Weil man einfach, ja, und jetzt da. Ja. Ja, mein Problem ist, ich fange an, mich zu konzentrieren und vergesse das Schnabbeln, ne? Bin ich dann, ja, das meine ich ja. Das ging mir am Anfang nicht anders, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ja mein erstes Let's Play immer noch auf meinem Kanal. Ich habe schon so oft überlegt, meine ersten 3, 4 Let's Plays vom Kanal runterzuschmeißen. Aber, lass es, ja, kann auch abschreckende Wirkung haben. Also ich hatte ich hatte angefangen, ich wollte ursprünglich Alien Colonial, ich kann das eh nicht aussprechen. Colonial Marines. Genau. Mal abgesehen, den schlechtesten Shooter aller Zeiten. Dass das Spiel total scheiße ist. Ich habe zwar eine Folge hochgeladen, aber das war auch schon die 2. Variante und die restlichen habe ich auch wieder gelöscht. Momentan habe ich Far Cry 3 Blood Dragon. Ist schon etwas besser, aber ich habe auch schon teilweise 2 Versuche gebraucht, weil ich mir gedacht habe, nee, das kannst du so nicht hochladen. Das ist immer noch ein bisschen murksy, aber ich sehe das einfach als Übungsprojekt an. Das ist ganz, außer man ist ein Naturtalent. Ich bin Naturtalent. Bei mir funktioniert es am besten, wenn ich nicht alleine spiele. Also als Together, da bin ich total locker und da vergesse ich das Reden auch nicht. Aber alleine ist schwerer. Eigenlob sein. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich schon davor was gemacht habe, ohne dass es auf YouTube irgendwie landen sollte. Also Naturtalent ist es nicht. Aber die ersten Videos, die ich hochgeladen habe, mag ich jetzt immer noch. Ich habe davor keine weggeworfen, auch wenn mir immer dazu geraten wurde, aber nö. Hä? Ah, Fundament. Einfach nur. Andy! Wir haben doch das Loch zugemacht. I'm missing you. Ich, damit nicht wieder irgendwelche Creeper rauskommen, mich in die Luft jagen. Ich mag meine ersten Slender-Videos. War ziemlich das erste, was ich hochgeladen habe, glaube ich. Oh mein Gott, Slender. Gut, dass ich es nicht aufgenommen habe und jemanden da angetan habe, das anzugucken. Ich war zu dem Zeitpunkt nämlich in einem Teamspeak, habe rausminimiert. Ich glaube, es war nicht Slender, es war der Nachfolger mit diesem Labyrinth. Habe aber rausgetappt, weil ich was nachgucken wollte und habe aber nicht gecheckt, dass dieses Spiel aber dann trotzdem weiterläuft. Also das pausiert nicht, sondern das geht weiter. Tabbe wieder rein, dann kommt vor mir halt diese Monsterfratze und dann dieses Geräusch und ich habe so laut geschrien und die 2 Leute im Teamspeak, die sind ziemlich erschrocken. Weil wir uns dann noch kurz unterhalten hatten und alles und ich fange also der mir mal das Schreien an. Der hat auch was. Es gab schon den ersten, der unter meine Videos geschrieben hat, ich soll doch bitte mit Facecam und so, ne? Ich habe keine Webcam und ich werde mir keine kaufen, weil ich... Warum? Warum nicht? Kohle? Money. Ich habe meine Schaufel gemacht. Ich habe gerade eben meine Axt einfach bei mir fällen. Der Balken war schon komplett leer und ich so... gerade noch gemerkt. Wenn ich aber sonst drüber nachdenke, meine letzten Tests sind, das mag ich doch nicht so. Auch geschrieben? Nee, das ist. Also, ich bin nur schreckhaft. Also, mich gruselt es halt nicht so schnell. Ich musste mir bei meinem ersten Freund ja jeden Scheiß an Gruselfilm angucken. Also, so schnell geht das nicht. Ich erschrecke halt dann so, und dann ist vorbei, ne? Vielleicht noch ein bisschen, aber das war's dann. Aber ich kenne ja Leute, die können dann nicht mehr. Die machen dann das Licht an und oh, lass mich nicht allein und können nicht pennen oder hast du nicht gesehen? Das ist mir scheißegal. Also dann heißt es wieder,
Ich hab mich voll tintet. Ja, hab mich also, voll tintet. Aber voll tintet mache ich auch immer, aber ich habe da nicht diese Probleme, dass es dann danach. Also wenn das Spiel dann aus ist, dann ist es aus, dann. Okay, richtig. Das ist schon wieder so. Wie es vorher. Vorher alles war. Aber in dem Moment, in dem ich im Spiel bin und in dem Moment, der Slender hinter mir eher ist, dann bin ich voll drin und schreie und. Das muss dann sein. Gehört für mich dazu irgendwie. Ja, was bei mir ganz komisch war, als ich das erste Mal zum Beispiel Day Z gezockt hatte, da habe ich eine Gänsehaut bekommen, als diese Zombies hinter mir herliefen und die ganze Zeit diese Geräusche von sich gegeben haben. Und das Schlimme war, es war auch noch Nacht auf dem Server. Reicht die Wand oder muss die noch länger sein? Nö, sonst kriegen wir Probleme mit der Quarry. Ah. Ja, eben, deswegen so frage ich ja. Ich meine, für diese Tierkisten, wenn du nur was, den kleinen. Was, Tierkisten? Ich sortiere Kisten. Ich mache Sortierkisten. Nee, Ria hatte gerade was von Tierkisten gesagt. Sortierkisten! Willst du Tiere in Kisten einsperren? Nee, brauche ich nicht. Ich habe ja einen Hamster hier. Der ist freilaufend. Könnten wir ihn haben, auch wir in haben die Kiste hier Bioqualität, sperren. Ja? Nur freilaufende Hamster. Hamster. Ich hab keinen Nabel mehr. Hier. Danke. Yay. Ja, und was würdet ihr jetzt den Leuten sagen? Let's Player werden oder nicht? Kommt drauf an, wie und weshalb und warum. Also, wenn ihr einfach nur gerne Spaß dran habt, Videos zu machen, zu schneiden, einfach mal zu labern und was anderes zu machen als Minecraft, dann gerne. Ich freue mich immer über neue. Ich raute ja jedem davon ab. Ja, das ist ja. Nö. Sagen wir es mal so, abraten ja, aber an sich, wenn du es versuchen willst, rechne damit, dass halt nichts wird. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch. Oh, Setzlinge. Was man braucht, Kontakte. Ja. Und an die zu kommen, ist schwer. Ja, und wem haben wir das zu verdanken? YouTube. Nö, ja, auch. Das geht's nicht. Ja. Denn es ist nun mal so, ja, die meisten antworten halt nicht mal auf Nachrichten. Ich muss ehrlich gestehen, ich antworte auch nicht auf alle Nachrichten. Also noch schaffe ich's. Weil, weil wenn bei mir bloß so eine Nachricht kommt, ich möchte ein Together mit dir machen. Da denke ich mir, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Was machst du auf YouTube? Man sollte im Vorfeld vielleicht so ein bisschen Konversation aufbauen. Und nicht gleich fragen, hey, ich möchte ein Together mit dir machen. Das stimmt wohl. Und dann vielleicht noch jemand mit 10 Abos oder so. Dann weiß ich ganz genau, dass der eigentlich nur mit mir ein Together machen möchte, weil er Abonnenten will. Mhm. Ja. Wenn es jetzt jemand ist, der mit mir vorher, keine Ahnung, Kontakt hat oder auch, sag ich mal, was weiß ich, mir schon über einen geraumen Zeitpunkt schreibt oder so, und man kennt denjenigen, dann kann man auch gerne mal sagen, ja, ich unterstütze so jemanden, aber wie ich es bei euch beiden ja eigentlich auch mache. Ja, ganz lieb vom Blazy. Ja. Und abschließend dann vielleicht noch gesagt sein tun sollen, falls ihr es denn durchziehen wollt, dann lasst euch auch nicht unterkriegen durch irgendwelche dummen Hater-Kommentare, falls ihr welche bekommt. Und so. Ich hab die Ecke falsch gebaut. Bloß Hater-Kommentare gibt solche und solche. Also man sollte da nicht verwechseln hier mit Kritik, ne? Ja, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte Hater-Kommentare. Ist was anderes. Aber Kritik, ich hatte noch muss keine. Man sollte man sich auch anhören können. Ja. Wenn jemand vernünftige Kritik hier auch ausübt, dann denken wir, er hat durchaus Interesse, da weiter zu gucken, aber hat halt einen Punkt, wie es denn besser wäre oder so. Ja, und wenn man nur macht, klar, man sollte immer schauen, dass man es auch so macht, wie man es gerne selber hätte. Aber wenn man damit natürlich nur seinen eigenen Geschmack trifft und so überhaupt nicht den Geschmack der Leute, dann bringt es eigentlich nichts.
weil dann guckt einem ja einer kann dann nicht zu. Man muss halt dann schon ein bisschen gucken, was ist denn, was interessiert die Leute? Wollen die überhaupt sowas hören, was ich mache oder so? Keine Ahnung. Es ist und bleibt so. Halt schwer, sich durchzusetzen gegen die Masse. Jetzt soll ich jetzt, ich überlege gerade, ob ich schon anfangen soll mit dem Lager. Ja bitte, so langsam. Ich möchte irgendwann die Quarry anschalten. Ich hol dir gerade Holz für Kisten. Okay. Die Diamantpipes brauchen wir auch noch, ne? Die sortieren. Ja. Die werden teuer. Aha. Mhm. Diamantzahnräder. Aha. Mhm. Aha. Aha, aha, I like it, oder wie? Aha, aha, aha. I like it. Raus aus meinem Kopf. Aha, aha. Entschuldigung.